Die zweite Mission der Römerkampagne ist zwar nicht besonders schwer, anders als die vorherige ist Magie des Südens aber nicht so geskriptet, dass man sich schon anstrengen müsste, um zu verlieren. In dieser Mission müsst ihr euch gegen die Mayas behaupten. Anders als in der letzten Mission müsst ihr aber nicht die gesamte Siedlung zerstören. Es reicht, wenn ihr diesen kleinen Tempel zerstört. Eure Steine werdet ihr zunächst aus dem Süden eurer Siedlung beziehen. Das kleine Gebirge in eurer Siedlung enthält Eisen, ist aber so klein, dass nur eine Mine reinpasst. Das Gebirge im Nordwesten enthält ausschließlich Kohle und je nachdem, wie ihr eure Minen platziert, könnt ihr vielleicht drei davon dort unterbringen. Am Fuß des Gebirges im Süden findet ihr Gold, die anderen Rohstoffe sind ebenfalls dort verteilt. Sollten eure Steinvorkommen zur Neige gehen, könnt ihr dort auch eine Steinmine bauen. Es gibt ein weiteres Gebirge mit all diesen Rohstoffen im Westen, das ihr aber wenn überhaupt erst später erreicht. Expandiert nach Westen und nach Süden. Nach Westen, um genug Bauplatz zu haben und nach Süden, um die Steinvorkommen und zumindest die Gold- und Steinvorkommen im Gebirge zu sichern. Es reicht völlig, wenn ihr bis zum Engpass zwischen Meer und Gebirge expandiert und dort einige große Türme errichtet. Ich wurde zwar in dieser Runde nicht angegriffen, wenn die Mayas angreifen, werden sie es aber dort tun. Wie bereits erwähnt, genügt es, den kleinen Tempel der Mayas zu zerstören. Lasst euch also nicht unnötig von der übrigen Siedlung ablenken und zieht mit euren Soldaten immer weiter Richtung Südosten. Sobald der Tempel zerstört ist, habt ihr gewonnen und könnt euch der nächsten Mission widmen.